Schon früher haben die Nutzer der Zuserechner die Maschine nicht nur für rein wissenschaftliche Zwecke verwendet. Bald realisierten sie außergewöhnliche Programme wie Spiele, Reaktionstests oder Musikprogramme, für die der Rechner eigentlich nicht ausgelegt war. Um ein solches Musikprogramm handelt es sich im folgenden Beispiel. Die Zuse besitzt zwar einen Lautsprecher, der liefert aber nur ein Knacken, wenn ein Worttransport, wie zum Beispiel ein Speicherzugriff, stattfindet. Wiederholender Worttransport gleicher Zugriffszeit liefert somit einen Ton. Eine Worttransportoperation erfolgt immer dann, sobald eine adressierte Speicherzelle verfügbar ist, das heißt, bei Kernspeicheraktionen stets sofort, bei Trommelspeicheraktionen jedoch immer erst dann, wenn die jeweils adressierte Speicherzelle unter dem Lesekopf erscheint. Diese Eigenschaft wird zur Bildung der Tonhöhe ausgenutzt. Zum Beispiel warten auf eine volle Trommelumdrehung ist Grundton. Warten auf eine halbe Umdrehung ist gleich Oktave, auf zwei Drittel Umdrehung gleich Quinte und so weiter. Die Trommel dreht mit einer Frequenz von 100 Hertz. Pro Spur sind 32 Wörter adressierbar. Das ergibt, der erzeugte Ton setzt sich aus dem wiederholenden Speicherzugriff auf Adressen gleichen Abstandes zusammen. So ergibt sich, Tonfrequenz ist gleich Trommeldrehzahl mal 32 geteilt durch den Adressabstand. Das kann man sich zunutze machen. Solch ein Musikprogramm stellte uns Werner Hildebrandt aus Konstanz zur Verfügung. Bereits 1958 auf einer Z22 programmiert, wollte er es einmal wieder zum Laufen bringen. Jedoch fand er keinen funktionsfähigen Rechner mehr. Klaus Stengel vom Lehrstuhl Informatik 4 passte es der etwas geänderten Architektur unserer Zuse Z23 an. Es besteht aus einem Programmstreifen und einem Liedeingabestreifen. Die einzelnen Noten einer beliebigen Melodie werden wie im üblichen Notentext notiert, unter Tonhöhe als Klartext und der Notenlänge als Strichzahlen der Reihe nach getippt. Der Liedstreifen muss nun von unserer Maschine übersetzt werden und startet mit dem Abspielen des Titels. Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh? Nach Humperdinck aus Hänsel und Gretel.